Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 8. Und heute wird der Informatiker-Techniker sich mal die Tore anschauen. JB richtet auch sein Bankschließfach ein. Und da gibt es ein paar Dinge, die uns eventuell noch auffallen werden. Und ja, wir tun so, als hätten wir es nicht gesehen. Leute, seht ihr alle in dieser Folge? Wird nochmal interessant. Und falls ihr neu seid, mich noch nicht kennt, wie immer, würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren. Weil dann landen alle weiteren Folgen. Der Abo-Box hilft nochmal extremst. Vielen Dank. Auch wenn ihr an das Like für den lieben YouTube-Algorithmus denkt, dann wird das Video häufiger vorgeschlagen. Das ist super lieb. Vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt geht's los mit der Folge und viel Spaß. Ja, und hier ist halt eingerichtet. Auch alles relativ sicher. Du siehst in den Ecken da oben Überwachungskameras. Muss ja alles sicher sein, ne? Ja, ich will's hoffen. Ich gebe meine Dias ja nicht in irgendwelche Hände, sondern in deine. Ja, hier sind die verschiedenen Schließfächer der Leute. Hier ist schon jemand eingezogen, ne? Und hier ist Revitin. Und hier ist noch frei überall. Da hinten ist Klim drin. Also 3 von 8 Schließfächern sind bereits belegt, wo die Leute ihre Treasuries drin haben. Du siehst, die Türen sind mit Ancient Debris versiegelt, sodass sie halt explosionssicher sind. Kann man sie halt nicht reinsprengen. Streng genommen kommt man durch die Technik durch, aber wer es durch die Technik baut, ist sowieso ehrenlos. Ja, du kannst jetzt eigentlich eine freie Tür eigentlich theoretisch aussuchen und nimmst einfach die nächste in der Reihe. Das wäre dann eigentlich jetzt hier die oder so. Ich habe hier angefangen. Das ich weiß nicht, ob ich neben Revi will. Das ist die Frage. Das hat Klim auch schon gesagt. Ja. Ich will nicht wissen, was der alles da drin hat. Kannst du auf die andere Seite, irgendwie nach hier drüben oder so. Sind die auch geruchsdicht? Geruchsdicht. Ja, geruchsdicht auch. Also ich sag mal so, wenn eine Vault komplett mit TNT gefüllt ist, wird deine Nachbar-Vault, davon wird dir nichts passieren. Ich nehme die hier, weil wenn Kunga dann kommt, dann hoffe ich, dass einer von denen nebenan noch frei sind und dass der sich dann freiwillig neben mich setzt. Okay, gute Wahl. Jetzt brauche ich noch einen Namen, von dem ich deinen Schlüssel nennen soll. Dann nenn den Schlüssel. Ja, also so rein theoretisch könntest du versuchen, mal deinen Schlüssel jetzt da reinzuwerfen. In den Dropper. Und das Ding öffnet sich. Und die Tür bleibt jetzt so lange offen, wie das Buch da drin liegt. Und wenn du es rausnimmst, schließt sie nach einer Weile wieder. Du kannst auch versuchen, ein anderes Item reinzulegen als Schlüssel. Dann würde das nicht aufgehen. Oder so. Na gut, das sowieso nicht. Aber jetzt bleibt es offen, ne? Nee. Oder? Oha, das muss an Joe gehen. Ja gut, aber weißt du, du bist ja der Einzige, der an dein Schließfach rangeht. Du guckst ja, dass das ordnungsgemäß sich schließt sozusagen. Aber ich tue das mal ganz kurz raus. Oha, Joe. Da ist ein ungewollter Dings. So, pass auf, jetzt riech ich nochmal einen Rotten Flash so rein. Nichts passiert. Geht nicht auf. Oh, gleich schon die volle Menge. Ihr seid alle so reich. 9 Stacks haben wir schon. Alles klar. Und die einzige Sache, die ich nur bitten würde, ist einmal die Woche. Also ich werde jeden Sonntag halt die Zinsen verteilen, dass du ein signiertes Buch von dir reinlegst mit einem Datum, wann du als letztes hier drin warst dann. Oder wann du halt jetzt drin warst, damit ich weiß, dass du aktiv bist. Weil das macht halt auch keinen Sinn, wenn Leute 4 Wochen oder so inaktiv sind, denen halt Zinsen zu zahlen. Das ist halt dumm. So. Einfach mit in die Kiste reinlegen. Also ich werde dann einfach durch die Schließfächer durchgehen, in die Kisten gucken und dann, wenn da das letzte Aktivitätsbuch drin ist, dann nehme ich das raus und lege dafür die Zinsen rein, sozusagen. Perfekt. Ja, das ist halt für mich so der einfachste Weg zu feststellen. Ja, genau, dekoriere ich einfach, alles fein. Natürlich. Auch nochmal für die Zuschauer generell Rule des Roleplays. Wenn die Leute wollen, dass ihr Schließfach auch nicht von Roleplay betroffen wird, dann dürfen die das schreiben und dann weiß das jeder und dann wird auch nichts gemacht. Und wer halt nichts geschrieben hat, der hat eventuell Bock drauf. I don't know. Soll halt Rahmen offen halten für Interaktion, dass man halt einfach Spaß hat. Und eventuell. Solange ich das Zeug wiederkriege, ist mir alles recht. Ja, nee. Wie gesagt, schreibst einfach in den Roleplay-Channel mit rein, wenn du, ne, alles fein. Ich kann leider die Sachen allerdings nicht versichern, weil, es ist leider für Versicherungsbetrug ziemlich anfällig. Ja, true. Du kannst jederzeit, wenn du willst, rein und raus, ne? Einfach runtergehen, du hast ja deinen Schlüssel, das Ding sollte immer öffnen. Ich muss da nicht dabei sein, deswegen, es ist einfach offen und du kannst dir dann die Zeit nehmen und so lange gechillen, wie du magst. Wenn du natürlich nicht magst, dass jemand anders das sehen soll, dann vielleicht nicht, währenddessen jemand anders hier ist. Nehmen wir mal an. Würde mich hier einschließen. Ja. Das wäre schon ziemlich dumm, ne? Ja. Das wäre schon echt. Ich habe gehört, das ist auch noch keinem passiert, natürlich. Ja, der hat das absichtlich gemacht. Also. Aber im Normalfall, wenn man einen IQ hat, der etwas höher liegt als die eigene Körpertemperatur, ist das eigentlich machbar, dass man sich nicht einschließt. Aber nur für den Fall des Falles.
Dann müssen sie leider den Kundenservice anrufen. Also es gibt keinen Knopf für den oder sowas. Das ist bei der Technik nicht voll. Ist der Kundenservice dann eher in die Richtung oder eher in die Richtung oder eher in die Richtung? Der Kundenservice. Für den Fall, dass man sich einschließt. Ja, nee, das klappt nicht unbedingt. Auf einmal geht die Tür runter. ja, nach hinten oder zu sein. Sagen wir nach rechts oder nach links raus geht's. Okay. Gucken. Ging nicht hoch. Habe ich es kaputt gemacht? Ging gerade nicht hoch. Hast du wieder raus? Okay. Ja, dann muss man aufpassen. Hast du an die Schleimplöcke innen was dann geklappt? Ja, genau. Ja, deswegen meinte ich zu gucken, wie voll. Ja, man ist ja, nee, das geht nicht. Die ist schon maximal ausgelagert tatsächlich. Ich habe wieder reingelegt. Hast du alles abgebaut? Nichts mehr an den Blöcken dran? Sekunde. Nee, nicht. Und die Tür ist broken. Ja. Nein. So. Aber das hätte ich dir eigentlich auch sagen können, weil die ist schon am Limit. Ich guck mal, was passiert. Ja, Scheiße. So, Kundenservice. Ja. Hier, nimm das schon mal. Als Bezahlung. Alles fein. Moment. Ich guck mal, ob ich die vielleicht wieder. Nee, ich glaube, ich muss die komplett abbauen. Was tut mir leid, Spark. Das sieht aus. Na, kriegen wir irgendwie hin. Ich glaube, das müssen wir einmal komplett. Hast du wirklich eine Fackel dabei? Eine stinknormale Fackel. Stinknormale Fackel. Okay, ich probiere mal, ob da hier ein bisschen was geht noch. Hab's. Nee, geht nix. Ja, nee, ist ein bisschen stuck, weil die jetzt wahrscheinlich. Nee, die hängen an der Seite fest. Okay, es ist stuck. Ich werde das Tor nochmal komplett abbauen. Okay. Ja, vielleicht, dass du irgendwie noch was hier dran baust, damit man hier halt nichts, weißt du, was ich meine? Ja, das verengt aber auch noch. Also ich bin jetzt mal nicht davon ausgegangen, dass halt beim Bauen. Also wer platziert denn hier so Blöcke dran, schließt dann die Kiste? Ne, man sieht ja. Ja. Also schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass einer hier den 5x5x5 mit seinen Diablöcken füllt, zum Beispiel. So was hätte ich mir jetzt vorstellen können. Mal gucken, okay. Ich würde es dann nochmal mit in die Gruppe schreiben. Nur damit die Leute das wissen. Pass auf, ich flatter mal ganz kurz nach oben. Ich brauche ein paar Baublöcke einfach jetzt. Habe ich jetzt nicht mitgenommen. Oh Mann, das tut mir voll leid. Das ist nicht aufwendig. Das ist überhaupt nicht aufwendig. Die Technik an sich ist ja in Ordnung. Das ist nur die Flying Machine, die halt komplett stuck ist. Die muss ich neu aufbauen. Also ich hab die Dinger ja 8-mal hingesetzt. Also ich weiß, wie die gehen. Das ist ja easy. Das ist nicht von Joe? Nee, die Flying Machine ist von mir. Also das Tor. Das Einzige, was Joe. Auch hier, dass die hohe Note. Die Türen sind von mir. Das, was hoch. Also heißt von mir, das ist die Tür an sich ist ein Mambo-Jumbo-Design. Die Verkabelung, die habe ich gebastelt. Aber nur die Keycard. Also nur das Zugriffssystem hier mit der Keycard. Das hat Joe gemacht, weil er was machen wollte. Oder weil ich die Maus auch gerne machen lassen wollte. Aber das ist actually eine richtig gute Idee mit dem Entry als Tür. Ja, also hat er irgendwie Sinn gemacht. Also klar, Nether, ich wollte gerade sagen, weil ich neulich gesagt habe, ist der einzige Block, der halt. TNT oder Blast Protection hat und verschiebbar ist mit Schleim und sowas. Dann, ja, Netherite-Blöcke auch. Und sie, ja, aber dann mach mal Netherite-Blöcke dran. Aber das wären ja, warte mal, 8 Stück, ne? Ein Netherite-Block sind 9 Ingots und das sind 36 Ancient Debris. Für einen einzigen Block. Und jetzt 25 Blöcke davon. Ganz ehrlich. Ich hab grad überlegt, ob das mehr Blöcke wären hier als für deinen Beacon, den du gerade zusammensammelst. Ja, wären's. Ja, deswegen. Okay, aber das heißt, wenn man da Blöcke hinmachen will, nur welche nicht sticky sind. Also die nicht an. Ja. Also das passiert, es geht halt einfach nur um, dass das Tor hoch und runter fährt, aber. Ja. Ja, habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, dass das jemand macht. So. Da welche. Blöcke dran packt, aber ich habe schon gemerkt, du hast sehr viel getestet. So, okay, wie geht das? Das immer rein, raus, ganz schnell geklickt, dies, das. Ja, das ist halt immer so ein, du musst immer davon ausgehen, dass der das benutzt, was du machst, nicht der Schlauste ist. Ja, ich weiß, auch bei Softwareentwicklung, immer vom dümmsten anzunehmenden Nutzer muss man ausgehen. Ich bin Informatiker, deswegen. Ja, genau, und dann sag das mal Early Boy.
Weil der hat das Plugin drin, dass Mobs despawnen, wenn sie kein Nametag haben, ne? Ja, Zombie. Sie können aber, ja, sie können aber auch despawnen mit dem Zombie-Nametag. Also, geht das? Ja, ja, wenn, hier, ich hab, ja, achso, ich hab dich noch nicht erzählt. Ich hab oben, ich wollte meine Villager zombifizieren lassen, ne? Hm? Ich hab zweimal einen Zombie eingesperrt, hab den jedes Mal Nametag gegeben und der ist jedes Mal despawned. Okay. Und als ich das Early erzählt, hat er sich schlapp gelacht. Weil die despawnen nämlich nicht nur, wenn die kein Nametag haben, sondern auch wenn sie einen Nametag haben, der aber der Kategorie des Mobs entspricht. Und ich habe meinen Zombie halt Zombie genannt mit dem Nametag. Und das Ding ist trotzdem despawned. Zweimal. Ja, cool. Und ich habe mir einfach im Kopf gefasst, warum despawnt das Ding? Wieder und wieder. Nicht, dass mein Schlüssel, der Schlüssel heißt jetzt auch despawned. Du hast das, genau, du hast den Schlüssel genauso clever benannt, wie ich meinen Zombie. So. Und Early hat sich gedacht bei der Grund, das wird niemals passieren, dass irgendeiner seinen Zombie Zombie nennt. Was macht Spark? Das erste, was er macht, Zombie Zombie nennen, das zweimal nacheinander und sich wundern, dass er die spawnt. Richtig gut. Ja, richtig einfach, nur richtig, richtig gut. So. Der denkt sich halt, ja, keine Ahnung, man nennt seinen Zombie nicht Zombie, sondern Günther oder sonst irgendwas. Nee, ich nenne den Zombie. Das ist genauso wie bei Pokémon, habe ich auch schon erklärt. Weißt du, hast du Pokémon mal so irgendwie Rote Edition, sonst irgendwas gespielt oder Gameboy, sonst was? Ja. Da wirst du mich immer gefragt, wie du dein Pokémon nennen. Möchtest du einen Spitznamen geben? Nickname? Genau. Oder so. Nee, ich will, dass das Pikachu Pikachu heißt und nicht Günther. Richtig. Und deswegen hab ich immer so genannt, wie sie halt eigentlich auch heißen. Ich habe so, auch deswegen nie Spitznamen vergeben. Nie. Ja, genau. Okay, das geht schneller zu fixen, als ich dachte. Also, wenn jetzt alles richtig war, kannst du jetzt das Ding rausnehmen und die Kiste sollte repariert sein. Perfekt. Lieber nochmal aufmachen probiert. Und das soll wieder runtergehen. Du kannst nochmal Folgendes probieren. Du kannst nochmal reinlegen und direkt wieder rausnehmen, bevor es überhaupt hochgefahren ist. Das heißt, du hast das Buch in der Hand, aber es bleibt offen, schließt sich aber dennoch. Das ist eine Schaltung mit bedacht. Deswegen ist auch das Delay drin. Genau. Wenn du's rausnimmst, ne? Richtig. Was ist... Ja. Wenn ich das Buch reinmache und bevor das Buch wieder hier drin ist, ich den Dropper voll mache. Voll mache? Ja, dann haben sie wie gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank verstoßen. Okay. Also man muss ja auch nicht alles probieren irgendwo. Weißt du, Minecraft ist halt Minecraft. Du kriegst das niemals hundertprozentig safe halt hin. Du musst mit dem arbeiten, was du halt hast. Aber so ist eigentlich schon perfekt. Besser geht's nicht. Du kriegst das aber so schnell rein, dispensed. Ich glaube, du könntest den gar nicht so schnell füllen per Hand eigentlich. Ja, leg das einmal rein. Mal gucken, wie schnell es wieder drin ist. Also dafür brauche ich 9 Stacks selbe Item. Nee, du kannst ja einfach aufteilen. Du kannst ja auch in jeden Slot einfach ein Item einer Sorte reinmachen. Brauchst nicht 9 Stacks. Ja, das schaffe ich nicht. Ich muss doppelklicken. Schneller kriege ich sonst Items nicht rein. Ach so, aber kannst du überhaupt mit Doppelklick da was reinschiften? Ja, geht. Ja, also auf geht's zumindest, ne? Und eine Schlüsselvernichtungsmaschine. Sie haben ihren Schlüssel verloren. Oh! Geht aber wieder runter. Weil du alles rausgenommen hast. Jetzt hast du deinen Schlüssel allerdings verloren. Ja, jetzt hast du deinen Schlüssel verloren. Also ich sag mal so, es wäre nicht ganz broken, nur du hättest jetzt deinen Schlüssel verloren. Ja, also müsste ich mich wieder an Kundendienst wenden. Richtig. Macht er nochmal 12 Dias? Nein. Ja gut, wo hängt das Ding eigentlich? Ich finde das Buch gerade hier tatsächlich gar nicht. Müsste ja wenn in noch einem anderen Dropper sein, oder? Dahinter vielleicht? Ja, aber... In dem Job aber eins, das ist richtig. Hier unten muss nichts hin, da ist eins. Das heißt, eigentlich müsste das... Hä? Das müsste oben drin sein. Ah, ich weiß wo. Hex. Nee, ich weiß wo. Hier drüben, dem anderen. Ich hab's. Und Keycard eingelegt, Keycard ausgeworfen. Es geht wieder. Okay, perfekt. Nee, ist aber ein cooles Konzept, die Bank. Ich unterstütze das. Ja, das finde ich gut. Dachte auch, also es kostet auch für niemanden was, die Zinsen zu farmen. Also ich müsste höchstens pro Woche 4 Stacks Dias verteilen. Das geht. 4 Stacks Dias pro Woche. Da gehe ich einmal Dia farmen für 2 Stunden. Hebst du Dias dann aus. Wie viel hast du, wenn ich fragen darf? Insgesamt? Ja. Uff. Also über 13.000 auf jeden Fall. Schau mal in diese Box rein. Ja. Das ist eine Sache. Ich hoffe, man ist noch komplett.
Ja, klar. Und mein Inventar ist eh voll. Diese darfst du auch mal reinschauen. Ja. Ja. Also hochgerechnet sind es 13k oder so. Also die Erze mal 2,2 und so. Ja. Ja, läuft. Besten Dank. Aber ja, ich hab zu danken. Gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in einem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.